Für die Erwärmung des Krafttrainings dienen die folgenden 6 Übungen. Dabei wird besonders Wert gelegt auf mehrdimensionale Bewegungen, auch auf koordinativ anspruchsvollere Bewegungen, damit wir uns einfach aus unserer statischen Haltung aktiv in alle möglichen Bewegungsrichtungen bewegen und möglichst viele Muskelgruppen ansprechen, um uns für das Krafttraining entsprechend zu erwärmen. Erste Übung für die Erwärmung wären die Ausfallschritte mit einer Rotation. Steffi macht das kurz vor und wird die Übung dann weiter ausführen. Ausfallschritt wichtig, wir machen einen Ausfallschritt so weit, dass in etwa 90 Grad zwischen Knie und Hüftgelenk sind und dass wir mit den Armen oben über das Knie rotieren. Und dann, wie gesagt, immer schön über die Seite, wo das Knie vorne ist, mit dem Oberkörper rotieren. Im Oberkörper aufrecht bleiben und immer schauen, dass hier nahezu 90 Grad sind zwischen den Beinen. Zweite Übung, Ausgangsposition ist die Päckchenlagerung. Ausgehend von dieser Position strecken wir Arme und Beine weg. Wichtig dabei ist, die Lendenwirbelsäule wird immer aktiv auf die Matte gedrückt. Und jetzt versuche ich mich aus dieser Position einmal nach links oder nach rechts auf den Bauch zu rollen. Dabei berühren nach Möglichkeit Hände, Ellbogen, Knie und Füße, nicht den Untergrund. Bei der nächsten Übung, Ausgangsposition, ist der Stand. Wir stellen uns auf ein Bein, ziehen das Knie aktiv nach oben, soweit wir kommen, strecken den gleichen Arm nach oben und legen jetzt eine Milchtüte oder ein Gewicht oder eine Hantelscheibe diagonal neben das andere Bein, tippen dort kurz den Boden an und gehen wieder hoch. Möglichkeit Nummer 1 ist, das Ganze aus dem Oberkörper, aus dem Rücken zu tun, wie es die Steffi hier gerade macht. Und Möglichkeit Nummer 2 wäre, den Fokus dann auf die Kniebeuge zu legen und über die Kniebeuge nach unten zu kommen und wieder nach oben. Ausgangsposition für die vierte Übung wäre die Hocke. Aus dieser Hocke machen wir eine halbe Rolle rückwärts, kommen wieder vor in die Hocke, springen in den Liegestütz, machen einen Liegestütz und das Ganze wieder zurück. Wichtig, wenn wir in den Liegestütz springen, so wie es die Steffi hier gemacht hat, springen, Bauchmuskeln anspannen, sodass wir nicht ins Hohlkreuz durchfallen und dann beginnen wir mit dem Liegestütz. Einmal noch. Ausgangsposition für die nächste Übung wäre der Stand. Etwas mehr als schulterbreit, Füße zeigen leicht nach außen. Wir strecken die Arme nach oben und gehen jetzt mit den gestreckten Armen zu unseren großen Zehen. Halten diese fest, gehen in die Hocke. Knie außen am Ellbogen vorbei. Wir machen den Rücken gerade, strecken dann einen Arm nach oben,
den anderen und stehen aus der Kniebeuge auf. Bei der Wiederholung Nummer 2 nehmen wir dann einfach den anderen Arm. Ausgangsposition für unsere letzte Übung wäre die Bauchlage. Wir strecken die Füße, strecken die Arme und Hände nach vorne, stellen jetzt die Füße an, setzen die Hände neben die Brust auf, spannen den Bauch an, drücken uns wie ein Brett nach oben. Und jetzt gehen wir in den herabschauenden Hund aus der Yoga-Position, drücken uns hier maximal durch die Schulterblätter und die Fersen aktiv nach unten, um die hintere Oberschenkelseite noch zu dehnen. Und das Ganze machen wir jetzt wieder zurück. In die Liegestützposition, Bauchnabel anspannen, wie ein Brett nach unten gehen, Arme und Beine strecken und das Ganze wieder von vorne.